Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist gerade die Post gekommen. Und zwar von John Pütz. Kann man das sehen? John Pütz. Kennt noch jemand John Pütz? Ich weiß gar nicht mehr, was für ein Video hat er noch gemacht? Irgendwas aus Wald und Flur, irgendwie Bio. Kurz mal googeln. Was hat denn John Pütz noch gemacht? John Pütz. John Pütz, das. John Pütz. So, Bilder. John Pütz. Kennt den jemand? Also, der hat irgendwelche Videos früher gemacht. Was hat der denn noch gemacht früher? Deutsch-Luxemburgische. Hier, Wikipedia. Gucken wir mal ran. Karriere als Journalist und Moderator. Von 1970 bis 2001 war John Pütz festangestellter Redakteur beim Westdeutschen Rundfunk. Naturwissenschaft und Technik. Er moderierte die Sendung Einführung in die Elektronik, die Welt des Schalls, Wissenschaftsshow. Hobbythek, da Hobbythek, daher kenne ich den, genau. Hier, die Hobbythek mit John Pütz. Und bei dem habe ich mir was bestellt. Jetzt gucken wir doch mal kurz rein, was das denn ist. Es wird auf jeden Fall mein Leben verändern. Ach, komm schon raus. Die Idee dazu hat mir übrigens ein Zuschauer gegeben. Schönen Gruß an Dinos100 an dieser Stelle. Also Dinos100, deine Idee ist das gewesen, wenn ich das doch schon immer esse. Wieso mache ich es nicht selbst? Alter, was ist das denn alles hier? So ein kleines Ding ist da drin. Komm raus, komm raus. Also, ah, da ist es. Die John Pütz Joghurtkultur. Das ist doch nur halb voll. John Pütz muss sparen oder was? Oder ist das normal? Bestimmt technisch bedingt. Also, wir werden Joghurt selber machen. So ein kleines Fläschchen ist ja immer auch nicht so ganz ohne, ne? 22 Euro habe ich dafür bezahlt. Aber das soll ja wohl auch ein bisschen länger halten. Also, die Joghurtherstellung einfach und schnell. Um einen Liter Joghurt herzustellen, benötigen Sie nur eine Messerspitze der Joghurtkultur. Also, 10 Messerspitzen sind da vielleicht drin, schätze ich mal so. Vielleicht ist das auch falsch. Nehmen Sie zur Joghurtherstellung pasteurisierte oder Haarmilch. Frische Milch muss abgekocht werden, um Fremdkeime abzutöten. Statt Kuhmilch können Sie auch problemlos Sojamilch und andere Milchsorten verwenden. Mit anderen pflanzlichen Milchsorten wie Kokos, Mandel, Hafer funktionieren die Kulturen nicht. Erwärmen Sie die Milch auf Handwärme, ca. 35 Grad, und rühren Sie sorgfältig eine Messerspitze Joghurtkultur, am besten mit einem Schneebesen, ein. Sie können auch leicht mit dem Finger auf das Fläschchen klopfen. Die wenigen Krümel reichen für einen Ansatz aus. Möchten Sie die Festigkeit des Joghurts erhöhen? Diese Joghurtkultur ist von Natur aus etwas flüssiger als andere. Rühren Sie noch 1 bis 2 Esslöffel Magermilchpulver ein. Das habe ich aber nicht. Okay, diese Joghurtkultur ist etwas flüssig. Ich habe doch noch eine andere. Also Dinos100 hat mir zwei Joghurtkulturen empfohlen. Und die habe ich auch beide bestellt. Die sind auch beide gekommen. Bloß, das hat sich mein Schnucki hier irgendwo unter den Nagel gerissen. Also, hier, zweiter Karton. Den hat sie hier aufgerissen, hier reingeschmissen. Und wo ist diese Kultur? Diese Joghurtkultur? Wo ist sie? Schnucki, hast du das hier reingestellt vielleicht zu dem anderen Krempel? Nein. Hier rein vielleicht? Nein. Nein. Okay. Also, mein Joghurtplan muss erstmal ein wenig unterbrochen werden, weil ich bestohlen wurde. Ich wurde beklaut. Meine Frau hat mir meine Joghurtkulturen geklaut. Noch Mann. So, nun gucken wir mal weiter hier. Um den Ballaststoffgehalt des Joghurts zu erhöhen, können Sie noch 1 bis 2 Esslöffel Inulin einrühren. Das Zeugs habe ich ja schon. Inulin. Cool. Dieser präbiotische Ballaststoff dient
den nützlichen Darmbakterien als wichtige Nahrungsquelle. Das habe ich auch schon mal gelesen. Außerdem sorgt Inulin für Cremigkeit, was besonders beim Einsatz von fettreduzierter Milch interessant ist. Diese Mischung füllen Sie nun in den zuvor gründlich mit heißem Wasser gesäuberten 1 Liter Behälter des Joghurtbereiters, setzen den Gerätedeckel auf. Das kann auch der Joghurtbereiter gewesen sein, der da gekommen ist. Also in dem Fall fehlt ja auch noch mal diese andere Joghurtkultur. Joghurtbereiter? Kein Joghurtbereiter da. Vielleicht hier? Negativ. Vielleicht hier? Auch nicht. Ach, mein Schnucki, wo hast du... Ist nichts mehr drin? Sind wir am Ausziehen? Und da ist auch nicht... Und da ist er auch nicht. Okay, also ich muss warten, bis mein Schnucki Putzi wieder zurückkommt. Schnucki Putzi, oh mein Gott. So. Diese Mischung füllen Sie nun in das Zubehörgerät und dann schalten Sie das Gerät ein. Der Joghurt benötigt 12 bis 14 Stunden bei einer Temperatur von 38 bis 42 Grad, bis er fertig ist. Während dieser Zeit darf das Gerät nicht bewegt werden, da sonst der Joghurt flüssig bleibt. Nach Ablauf der Zeit stellen Sie den Joghurt in den Kühlschrank. Hier wird er noch etwas fester. Im Kühlschrank hält der Joghurt ca. eine Woche. Guten Appetit. Der zweite Ansatz, anstelle einer neuen Messerspitze Joghurtkultur nehmen Sie 1 bis 2 Esslöffel des fertigen Joghurts aus der Herstellung zuvor. Verwenden Sie auch dazu wieder pasteurisierte Haarmilch, erwärmen Sie die Milch, wie zuvor beschrieben, und impfen Sie mit dem Joghurt. Die weitere Vorgehensweise bleibt gleich für nachfolgende. Also muss man gar nicht immer dieses Pulver verwenden. Gut, wir können bloß nicht weitermachen. Der Joghurtmaker ist nicht da und diese zweite Joghurtkultur ist auch nicht da. Okay, ich muss warten, bis mein Schnucki zurückkommt. So, und es geht weiter. Einen Tag später kommen die nächsten Pakete und das hier habe ich schon ausgepackt, Bacillus bulgaricus. Also wenn ich schon Bacillus höre, denke ich ja so, das möchte ich nicht essen, aber das ist auch irgendwie für den Quark. Okay, und jetzt gucken wir mal kurz, was hier drin ist. Mal sehen. Nö, was ist das denn? Mein Schnucki hat zugeschlagen. Das ist irgendwas, keine Ahnung, eine Kokosschale oder vermutlich für den Garten. Vielleicht ist das auch irgendwas Chinesisches. Ne, ich glaube nicht. Okay, also, dann wäre das auch schon mal erledigt. Und jetzt kommt das, was man, glaube ich, für den Quark auf jeden Fall am allermeisten braucht. Und zwar den Quarkmaker. Ich schätze mal, der ist hier drin. Quarkmaker. Was ist das Quarkmaker? Also den Quarkmaschine. Okay. Also. Okay. 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 Das ist alles? Und dafür so einen fetten Karton? Na gut. War wohl nichts anderes da. Und jetzt gucken wir mal hier rein, wie so eine Maschine aussieht. Ich habe so ein Teil noch nie gesehen, ne? Ah ja. Mit Strom. Wir haben ja hier Strom. Den guten Solarstrom. Aha. Also hier ist irgendwie so ein Löffel mit drin. Oder was ist das? Zum Abkratzen von irgendwas? Weiß ich nicht. Dann ein Behälter. Und das. Das ist alles. Also soll da 1 Liter reingehen? Ich habe ja noch von 1 Liter gehört. Okay. Ich glaube, ich brauche mal irgendwie einen Blick in die Anleitung. Und dafür brauche ich eine Brille.
So, und jetzt soll es hier endlich weitergehen mit unserer Quark-Joghurt-Mischung. Mein Schnucki bastelt da auch schon schön irgendwas. Moin. Wir sind hier alle am Basteln und am Aufnehmen. Sie geht gleich auf die Terrasse. Eine wunderschöne Vase. Oh, schön. Die wird noch angespült. Kann man das essen? Mein Joghurt kann man essen. So, und jetzt geht's los hier. Ich habe das hier schon mal ein bisschen abgewaschen. Soll man ja mikrobakteriell säubern oder so. Pasteurisierte Milch, ultra hoch erhitzt. Ich glaube, das ist sie hier. Die nehme ich jetzt einfach mal. Ich hoffe, das ist die richtige. Haarvollmilch. So, das soll denn hier rein. 1 Liter soll hier reinpassen in diesen Bottich hier. Okay, 1 Liter passt. Und dann haben wir ja hier von John Pütz das Pülverchen P haben wir hier. Und das kommt jetzt hier rein. Eine Messerspitze voll. Bin mir hier gespannt. Da stand, man könnte das auch so mit dem Finger da reinrieseln. Wie viel ist denn wohl eine Messerspitze? Ich nehme lieber eine Messerspitze. Aber wie soll man denn da eine Messerspitze rauskriegen, bitte schön? Vielleicht erstmal hier rauf. John Pütz, das ist irgendwie schlecht, was du hier gemacht hast. So, da kommt jetzt was. Hallo? Das ist alles krümelig. Boah. Erstmal wieder rein. Wie soll denn das funktionieren, wenn das so krümelig ist? Wäre schön. Vielleicht erstmal schütteln. Okay, also John Pütz, das funktioniert hier irgendwie gerade nicht so gut. Schnucki, kannst du mir mal kurz sagen, wie man aus so einem kleinen Fläschchen hier eine Messerspitze von diesem Pulver rauskriegt? Nee. Auch nicht, ne? Okay. Das also, Pulver? Das ist das Pulver. Ich würde sagen, das schreibt einfach drauf. Wo ist denn die Cam? Da. Schon. Zweiter Versuch. Vielleicht darf man das auch gar nicht so pingelig sehen. Ich glaube, ist das eine Messerspitze hier? Fachfrau? Ja. Koch? Mhm. Profi? Guck mal. Ja. So. Ist das eine Messerspitze? Ja, ein bisschen mehr. Eine halbe Messerspitze wohl eher, ne? Ja. Okay, gucken wir mal, ob wir ein bisschen da rein darauf kriegen. Ah, viel zu viel. Das sollte genau nicht passieren. Jetzt muss ich das da wieder reinkriegen. Ich weiß gar nicht, wofür dieser Löffel sein soll. Übrigens, dieses Pulver sind diese gefriergetrockneten Mikroben oder sowas. Ja, das wird wohl jetzt eine Messerspitze gewesen sein, ne? Ich weiß immer noch nicht, wofür das Ding sein soll, zum Umrühren oder so. Oh mein Gott. So, das kommt jetzt auch noch mal mit da rein. Und jetzt umrühren. Mit dem Umrührstab. Das soll man also vorsichtig umrühren, stand da. Nicht mit der Maschine umrühren. Ich frage mich immer noch, ob das jetzt eine Messerspitze war oder nicht. Also, ich werde das jetzt ein bisschen rühren. Und dann soll das 10 Stunden lang in dem Apparat hier drinnen bleiben. Vielleicht auch ein bisschen länger. Ich weiß es nicht. In 10 Stunden ist es. In 12 Stunden ist es 4:30 Uhr morgens. Also ich schätze mal, das wird dann wohl eher so 14 Stunden da drinnen bleiben. Das wird wohl auch gut gehen, dann hoffe ich. Dann haben vielleicht die Mikroben noch mehr Zeit, sich hier zu vermehren. Habe ich was vergessen? Ich muss noch mal die Anleitung lesen. Na, guck doch mal. Inulin war doch noch hier irgendwo. Inulin stand da. Das kann man auch noch mit reinrühren. Da hinten kommt es zum Vorschlag hier. Inulin, natürliche Ballaststoffe. Und wie viel war das hier? 1 bis 2 Esslöffel Inulin. 1, 2,
Und wieder rühren und rühren. Also jetzt habe ich auch das Gefühl, dass ich da was umrühre. Ne? Dieses Inulin lässt sich ja umrühren. Das merkt man da unten, das ist so richtig so ein bisschen dick. Das andere Zeugs fällt da, glaube ich, gar nicht auf. Ich weiß auch nicht, warum man da nicht vielleicht ein paar mehr reintut. Ne? Vielleicht muss